Wer sich eine Nina hält, erwartet für den Lohn, den er ihm zahlt, nicht nur Arbeit, sondern auch die Achtung, die der Untergebene dem Herrn schuldig ist. Wer sich einen Rechtsanwalt nimmt, erwirbt neben sachkundiger Beratung auch das Gefühl der Sicherheit. Wer Liebe käuflich erwirbt und sich nicht nur darum bemüht, erwartet auch Zärtlichkeit und Anhänglichkeit. In den Kosten eines Flugtickets ist seit jeher das Lächeln und die umgängliche Freundlichkeit hübscher Stewardessen eingeschlossen. Die Menschen sind gern bereit, ihre Gebühr für den Private Touch zu entrichten. Das Gefühl scheinbar intimer Betreuung, jener wohlwollenden Beziehung, die bei den Dienstleistungen auf allen Gebieten des Lebens einen wichtigen Teil der Verpackung ausmacht. Dieses Leben indes bleibt nicht auf Kontakte mit Bediensteten, Rechtsanwälten, Hotel- und Büroangestellten, auf das Personal von Fluglinien und Verkaufseinrichtungen beschränkt. Im Gegenteil, die Kontakte und Beziehungen, an denen uns vor allem gelegen ist, befinden sich außerhalb der Sphäre bezahlter Dienstleistung. Wer sich einen Diener hält, erwartet für den Lohn, den er ihm zahlt, nicht nur Arbeit, sondern auch die Achtung, die der Untergebene dem Herrn schuldig ist. Wer sich einen Diener hält, erwartet für den Lohn, den er ihm zahlt, nicht nur Arbeit, sondern auch die Achtung, die der Untergebene dem Herrn schuldig ist. Wer sich einen Rechtsanwalt nimmt, erwirbt neben sachkundiger Beratung auch das Gefühl der Sicherheit. Wer sich einen Rechtsanwalt nimmt, erwirbt neben sachkundiger Beratung auch das Gefühl der Sicherheit. Wer Liebe käuflich erwirbt und sich nicht nur darum bemüht, erwartet auch Zärtlichkeit und Anhänglichkeit. Wer Liebe käuflich erwirbt und sich nicht nur darum bemüht, erwartet auch Zärtlichkeit und Anhänglichkeit. In den Kosten eines Flugtickets ist seit jeher das Lächeln und die umgängliche Freundlichkeit hübscher Stewardessen eingeschlossen. In den Kosten eines Flugtickets ist seit jeher das Lächeln und die umgängliche Freundlichkeit hübscher Stewardessen eingeschlossen. Die Menschen sind gern bereit, ihre Gebühr für den Private Touch zu entrichten, das Gefühl scheinbar intimer Betreuung, jener wohlwollenden Beziehung, die bei den Dienstleistungen auf allen Gebieten des Lebens einen wichtigen Teil der Verpackung ausmacht. Die Menschen sind gern bereit, ihre Gebühr für den Private Touch zu entrichten, das Gefühl scheinbar intimer Betreuung, jener wohlwollenden Beziehung, die bei den Dienstleistungen auf allen Gebieten des Lebens einen wichtigen Teil der Verpackung ausmacht. Dieses Leben indes bleibt nicht auf Kontakte mit Bediensteten, Rechtsanwälten, Hotel- und Büroangestellten, auf das Personal von Fluglinien und Verkaufseinrichtungen beschränkt. Im Gegenteil, die Kontakte und Beziehungen, an denen uns vor allem gelegen ist, befinden sich außerhalb der Sphäre bezahlter Dienstleistung. Dieses Leben indes bleibt nicht auf Kontakte mit Bediensteten, Rechtsanwälten, Hotel- und Büroangestellten, auf das Personal von Fluglinien und Verkaufseinrichtungen beschränkt. Im Gegenteil, die Kontakte und Beziehungen, an denen uns vor allem gelegen ist, befinden sich außerhalb der Sphäre bezahlter Dienstleistung. Wer sich einen Diener hält, erwartet für den Lohn, den er ihm zahlt, nicht nur Arbeit, sondern auch die Achtung, die der Untergebene dem Herrn schuldig ist. Wer sich einen Rechtsanwalt nimmt, erwirbt neben sachkundiger Beratung auch das Gefühl der Sicherheit. Wer Liebe käuflich erwirbt und sich nicht nur darum bemüht, erwartet auch Zärtlichkeit und Anhänglichkeit. In den Kosten eines Flugtickets ist seit jeher das Lächeln und die umgängliche Freundlichkeit hübscher Stewardessen eingeschlossen.
Die Menschen sind gern bereit, ihre Gebühr für den Private Touch zu entrichten. Das Gefühl scheinbar intimer Betreuung, jener wohlwollenden Beziehung, die bei den Dienstleistungen auf allen Gebieten des Lebens einen wichtigen Teil der Verpackung ausmacht. Dieses Leben indes bleibt nicht auf Kontakte mit Bediensteten, Rechtsanwälten, Hotel- und Büroangestellten, auf das Personal von Fluglinien und Verkaufseinrichtungen beschränkt. Im Gegenteil, die Kontakte und Beziehungen, an denen uns vor allem gelegen ist, befinden sich außerhalb der Sphäre bezahlter Dienstleistung.